Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Ja, immer noch die gleiche Crew, der gute Yuyuka. Hallo. Der Fritz Paulus. Moin. Der gute Lemmy. Hallihallo. Der Herr Salentin. Moin Moin. Und Silkene. Ju. Heute wieder Ofen verkloppen. Oh, geht's schon wieder los? Eben habe ich aus einer Holzbestellung gehört. Ja, 31 Hartholz. Hartholzbretter. Bitte nochmal? 31 Hartholzbretter würden wir gerne bestellen. Okay. Für Truhen und Fässer. Der ist mal wenigstens zwei Fässer. Das war Platz haben an der Schmiede. Oder? Ja. Ich glaube, für die Schmiede können wir fast schon eher wirklich die Truhen nehmen. Da passt mehr rein. Ein Fässer sind 300. Ich meine, von Größe des Materials. Weil in den Fässern können wir die Werkzeuge, glaube ich, nicht lagern. Das war schon. Also ich habe es jetzt noch nicht in der neuen Staffel ausprobiert, aber ich meine, damals ging es nie. Oh, meinst du, diese Kackhasen produzieren jetzt den 1% Dung, der noch fehlt? Nö. Lass mich raten. Nein. Ja, genau. Ich versuch's jetzt trotzdem mal. Vielleicht ist das ja irgendwie 19,9 oder so. Nee, nicht genug da, um aufzuräumen. Ja. Gucken, ob die Hühner ein Ei gelegt haben. Vielleicht reicht das ja. Auch das nicht. Das ist nicht wahr, ne? Ich muss nur einmal was sammeln hier und das geht nicht. Barock? Ja. Hast du zwei Knochenleim übrig? Ich wollte jetzt gleich welchen fertigen. Ich muss das nur Wasser holen. Einer müsste noch an meiner Truhe sein, aber nur noch einer. So, die Fackel brauche ich ja jetzt nicht mehr. Wir hauen den Ofen ja nicht mehr. Boah, ist das ein klarer Tag jetzt. War das mal gar nicht mehr gewöhnt, jetzt nach 3 Tagen Regen. Kann ich dir nicht sagen. Ich gucke die ganze Zeit auf den Fußboden. Ich bin jetzt gerade, lauf gerade zum See und da steht die Sonne genau drüber. Oh, das ist doch heute wieder richtiges Screenshot-Wetter. Am besten von der Bergspitze aus. Ich glaube, das mache ich gleich auch. Du siehst das Dorf ja noch nicht. Oder meinst du den kleinen Berg hier neben uns oder den ganz großen? Den großen hinter uns und du siehst das Berg von da oben. Ja, stimmt, wenn du die Grafik extrem hochdrehst, ne? Also die Renderreichweite. Jetzt geht's erstmal wieder ans Wasser sammeln. Das dauert wieder 200 Jahre gefühlt. Aber nur gefühlt. Könntest du mir gleich auch nochmal wieder ein neues Schmelzertool machen? Frisst du die oder was? Ja. Wieso? Das ist erst mein viertes. Weil wie viel Schmelzen bist du denn jetzt? Kann ich nicht, keine Barren. Achso, Moment, in der Kiste ist noch, gell? Weiß ich nicht, sonst habe ich noch 4 im Inventar, wo gerade kein Platz mehr für war. Sind Barren da? Gut. Eins? Ja, bitte. Wie sieht's denn mit Schmelzen bei dir jetzt aus? Ich guck grad. Wie war nochmal ausblenden? Shift H? Ja. Ja, Steuerung H, also, oder? Steuerung H, ja.
in der Kiste. Wunderbest. Guckst du mal nach dem einen Holzkohleofen? Bin gerade am Schmelzen. Letztes Mal geguckt habe, war auf der Hälfte. Hast du eigentlich schon die Fähigkeit Goldschmied hergestellt? Freigeschaltet? Ja. Dann kannst du ja auch Ringe schmieden, aus Kupfer dann die ersten, oder wie läuft es? Auf null, du kannst einfache Ringe herstellen, müssten wir können, theoretisch, ja. Aber ich habe den Punkt auch noch nirgendwo gefunden, ich glaube nicht, dass es in der Schmiede geht. Da gibt es doch das Goldschmiedeset. Ah, ja. Also ich werde jetzt erstmal 100 Wasser holen hier. Boah, ich bin noch 2 Stunden 6 verkrüppelt, ne? Au. Ja, au. Ist die Säge fertig? Ach, hattest du ja gesagt. Jo. Hat sich eigentlich nicht jemand von euch vor Anna gekauft? Ich, ja. Oder nur die Beta gespielt? Magst auch. Du Let's Play? Oder spielst du nur privat? Das spiele ich nur privat. Wieso? Hätte mich nur interessiert. Ach so. Mal dir zuzusehen, wie du andere Leute verprügelst. Schafft er sehr gut. Ja, so gut bin ich in dem Spiel auch nicht. Da gibt's viele, die besser sind. Wie war das? Rang 47? Ach, Quatsch. Ich näher mich irgendwie der 30 oder sowas. Was ich immer ganz lustig finde, ist, wenn du im Herrschaftsmodus gegen mehrere kämpfen musst. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Mit 2 kommt's noch klar. Bei 3 ist schon fast unmöglich und bei 4 ist nur noch Gemetzel. Aber da gibt es ja auch so Verrückte, die auch mal 4 Leute alleine weghauen, also. Das ist schon echt hart. So, können wir jetzt erstmal ein paar Knochen verarbeiten. Also ich stelle jetzt erstmal so pauschal erstmal 10 Knochenleim her. Hast du dann gleich direkt einen Knochenleim für mich übrig? Ja, ich stell die ja extra nur für dich her. Sonst braucht die ja momentan niemand. Ich brauch sie nur, um Hämmer herzustellen, aber die will ja keiner. Momentan nicht, ne? Wir haben ja einen. Oder 2, glaube ich sogar, ne? Ja, ich hatte 3 gemacht und in meine Kiste gelegt, weiß nicht. Müssen ja 3 sogar. So, Knochenleim. Und gib ihn. Ach, verdammt, es waren nur 6 Wasserknochenleim. Ich habe viel zu viel Wasser geholt. Ich brauch ein Fass. Sind in Arbeit. Und Bretter in einem der Fassbaustellen? Sind in Arbeit. Wir uns alle gegenseitig um Material einjammern und jeder nur sagt, sind in Arbeit. Ja,
zwei sind schon sozusagen fertig von meiner Seite aus. Gut, weil Bänder und Nägel bringe ich gleich. Was brauchst du als erstes als Material nach? Platten oder Klumpen? Ich habe jetzt 21 Metallbänder, also Klumpen würde ich sagen. Gut, dann gieße ich ja gerade perfekt. Sonst 60 Platten, 4 Barren und gerade dir eine Ofenklumpen. Ein paar Barren wären nicht schlecht, ja. Hier ist nur eine Drohnenbaustelle. Wo sind die anderen? Da ist nur eine. Da kannst du noch zwei neben dran setzen. Okay. Boah, dieses Klumpen schmelzen, ne? Ist das nicht schön? Das ist total geil. Macht sich doch quasi von alleine. Du musst immer nur den Balken zugucken. Mm. Ungefähr so spannend wie Farbe beim Trocknen zugucken. Ja, sehr spannend. Oder ein Cricket-Spiel. Oder noch schlimmer, Wurzeln. Oder Fußball. So, ich habe Knochenleim in diversen Qualitäten hergestellt. Lade euch alles wieder in der Schreinerkiste. Ich habe uns hier jetzt mal was gebaut für den Notfall, damit wir unsere Waffen grundsätzlich griffbereit haben. Einen Waffenständer? Richtig. Yay. Wo steht denn der? Ja, direkt das an der Hauptstraße. Der nächste Bär kann kommen, oder? Ja, müssen nur erstmal Waffen rein. Dann steht der genau neben dem Waffenständer und alle. Ich habe meine Waffen im Ständer. Hattest du schon Bretter irgendwo reingelegt? Ja, die ersten zwei sind ganz fertig und der dritte halb. Von den Fässern nicht? Ach, oh, schon rein. Die sind okay. Schon verbaut. Schon gut. Keep cool. So. Bringt mir ja Skill, wenn ich das mache. Und ich muss ja die Schreinern auf 90 hochbringen. Ist ja sinnvoll, wenn ich das tue. Kannst die ersten zwei fertig machen. Diese Kaninchen wollen das eine fehlende Prozent nicht an Dünger machen, ne? Das ist doch echt Verarsche hier. Die Pflanzen wollen auch nicht ticken. Ja, dann muss ich tatsächlich nochmal losrennen und irgendwo ein Schaf oder ein Schwein finden und den einen Apfel geben. Damit ich meinen Skill habe. Das ist doch nicht dein Ernst. Schmelzen 78. Es fehlen nur noch 12. Ach, das ist so eine Scheiße, die sich um 0,02 steigert, ne? Ja. Boah. Warum soll es dir besser gehen als mir? Weil wegen ist so. Ah, okay, das ist klar, ja. Ja, das ist halt ein Ausdauerspiel, ne? Hier kommt es nicht auf den Sprint an. Kommst du wenigstens mal dazu, Folgen zu benennen? Nebenbei, oder was? Ja. Was soll ich denn machen? Wie nennst du denn die Folge? Das große Klötern? Der Klumpen? Wow, was ein Titel. Der schlechteste Titel ever, würde ich sagen. Das große Klötern der Klumpen. Da Fug. Ey, der ist so scheiße, der könnte Erfolg haben.
Ach ja, Schläferszange. Ich habe, glaube ich, eine blöde Idee, wie ich meine Folge nenne. Das große Klumpen, der Klumpen ist besetzt. Nein, amerikanischer Strafvollzug. Wo zur Hölle habe ich den Bären gehört? Wer hat eigentlich den Handkarren gerade genommen und wo hat er die Kohle, die da drin war, hingetan? Der Handkarren ist in sämtliche Truhen verteilt, die dort standen, in sämtliche Öfen. Und den Handkarren brauche ich jetzt für meinen Stein. Gut. Oh, ich bin fertig. Geht nicht. Mach nochmal eine volle Ladung Klumpen. Ach, ich habe den Teddy gefunden. Ich stehe da fast neben. Den muss man auf jeden Fall im Auge behalten, dem Teddy. Der ist gar nicht mal so weit weg. Du musst dem Teddy mit der Armbrust jetzt ins Auge schießen. Genau. Damit er mich auslacht und mich dann umboxt. Das würde ich mir mit der super schweren Armbrust oder mit einer Ballista, würde ich mir das überlegen, aber... Okay, das zu meinem genialen Plan. Okay, kannst du den Handkarren wieder haben. Hast du gemerkt, dass du da nichts reinschütten kannst? Jupp. Da kann man keine Steine reinschütten? Nein, geht nur in den großen. Och, du ahnst es nicht. Ja, wieder wie mit allen Lagersystemen, ne? Baumaterial geht nur in den größten. In Truhen und Kisten kannst du ja auch keine Erde schütten, sondern nur ins Lagerhaus. Das ist suboptimal. Und es wird schon wieder duster, oder wie sieht das hier aus? Nee, die Sonne ist noch relativ hoch. Aber irgendwie gibt es hier gerade schlechtes Wetter, glaube ich. Hier zieht ganz schön Wind auf. Wird jetzt ein stürmisch. Es wird diesig. Tja. Machst du nix, guckst du nur, ne? Hey, ab in den Süden. Bitte nicht. Warum nicht? Einfach nein. Doch. Das nee. Warm. Ja, nee. So eine schöne Tour durch Schottland und Irland. Ist doch viel besser als eine Woche Malle. Wer will denn nach Malle? Ja, ich nicht. Aber so Sizilien oder so? Boah, viel zu warm. Oh, die Jahreszeit nicht. In der Jahreszeit ist angenehm. So angenehm Nordkap oder so. Ja. Das ist schön kühl gerade. Aber da kriegst du keine Original-Betonschuhe. Brauche ich auch nicht. Dafür kann ich meine Wäsche da zum Trocknen draußen noch hinstellen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Barren waren noch wieder gut oder brauchst du schon wieder Platten? Barren waren nur Hilfe. War nur auf Vorrat. Gut, dann mache ich jetzt erstmal weiter Platten. Ja. Nein, Klumpen. Nee, du. Lass mal. Gieß mal noch zwei Öfen voll Klumpen. Nee. Sind jetzt noch 160 wieder da. Wir brauchen noch ein paar Armbrustbolzen. Nee. Doch, brauchen wir. Fällt mir ein, was ich in den Waffenständer tun wollte. Die Armbrust? Meine Armbrust und meine Munition. Also wenn ihr mir Klumpen in meine Truhe legt, dann mache ich natürlich Bolzen, ja? 15 Klumpen drin. Sind. Wie viel? 15. Okay, müssen immer 10er Pack sein, bitte. Also 10, 20, 30. Dann lege ich noch 15 drauf. Und für 10 bekomme ich 5 Bolzen raus. Okay. Dann lege ich noch 45 drauf.
Ja, Salty. Ja, bitte? Kann ich bei dir Metallbänder bitte bestellen und Nägel? Nee, bei mir gerade nicht. Bei dem anderen Schmied. Kenia? Wenn du es irgendwann schaffst, den Namen richtig auszusprechen, reden wir weiter. Kennt ihr den Architekten von Asterix? Diesen Ägypter, der es immer schafft, Asterix-Namen als einzigen schlecht auszusprechen und es immer falsch macht? Ja. Irgendwie muss ich gerade an die Situation denken. Hallo Asterix 666. Wie heißt denn der noch? Numerobis. Numerobis, genau, ja. Ja, das waren schon legendäre Sendungen. Vor allem die Comics. Ja, klar. Die habe ich als Kinder alle assimiliert. Vor allem, weil wir auch heute jeden einzelnen davon hatten, samt Sonderedition. Meine Mutter war nach dem Zeug so süchtig. Valentin? Ja? Hier in dem einen Fass ist 20er Stacks Kohle. Okay. Nein, ist ja schön. War das schön? Ich hab das Spiel gecrashed. Oh, das ist Serverwerbung. Wie hast du das hingekriegt? Ich hab F1 gedrückt. Oh, das hat sich ein bisschen so, Leute. Ich kann erfolgreich verkünden, dass ich jetzt 60 plus habe in Viehzucht. Krass. Was bringt uns das? Was uns das bringt? Ganz einfach. Ich kann jetzt noch ein bisschen mehr Knochenleim herstellen. Dann habe ich Tierverarbeitung über 30, kann Felle trocknen und Leder herstellen und Seile drehen. Yay, 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 yay. Geil, ne? Brunnen. Das heißt, er wird die nächsten Wochen nicht aus dem Dorf rauskommen. Wahrscheinlich. Immer nur zwischen Feld, Tanning-Tube, Trockenbau. Wie viel Bänder und Nägel wolltest du? Yuyuka. 10 zu 120. Boah. Und ich kann dann bei Gelegenheit mal losziehen und... Ah ne, kann ich nicht, weil wir keinen Stall haben. Ich wollte gerade sagen, Pferde besorgen. Ich mach dann mal wieder Klumpenbau. Aber zum Reiten brauchen wir ja keine... Keinen Stall. Wir brauchen eh noch die Hälfte der Teile, sind die Nägel noch nicht fertig bei den Kisten. Ne, zum Reiten brauchen wir den Stall nicht, aber um die Pferde zu lagern. Weil die, wenn die so rumstehen, ist ja auch doof, oder? Ja, macht doch nichts, die laufen nicht davon. Einmal gezähnt, ist das okay. Ja gut, das stimmt. Ja. Der Bär greift die Viecher auch nicht an? Da wäre ich mir nicht sicher. Die ist in Arbeit. Toll, wir bauen einfach den Bärenspawn mit einer Mauer ein. Aber ich glaube, da boxt er sich irgendwann durch, oder? Erstmal haben wir Zeit drauf zu schießen, oder? Oder so wie früher, der backt rum und läuft einfach durch. Wäre auch doof. Oh, wo sie noch keine Kollisionsabfrage für die Tiere hatten. Das war lustig. Oh, läuft ein Wolf hinter dir durch die Wand. Das fand ich immer sehr lustig. Also die Kollisionsabfrage gibt es. Unser Heiler kann davon ein Lied singen. Ja, inzwischen gibt es die. Aber war echt lustig, wenn man da noch kein zweistöckiges Haus hatte und von einem Wolf verfolgt wurde und sich dachte, hey, ich renne ins Haus. Oh fuck. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt noch Knochenleim herstellen kann. Also, ich habe noch genug für 8 Knochenleim. Ich wollte gerade fragen, wie wär's mit Push to Talk? Achso, ich merke gerade, sinnvoller wär's, wenn du schmiedest. Willst? Muss er erst Schmelzen auf 60 bringen. Ich brauch Schmelzen auf 90. Ja, dann mach du weiter. Ist okay, ist okay. Jetzt kriegen wir nie Silber. Ich würde mal ein Goldschmiede-Set bestellen. Brauchst du dir doch. Du bist doch der Schmied. Braucht man das? Müsste man unter den Werkzeugen stehen. Diese ganzen Werkzeugkoffer. Da müsste das drin sein.
Aber wir haben doch noch gar kein... Ach, Kupfer können wir, ne? Also wenn ich jetzt mal grob überschlage, ne? Wenn ich 8 Knochenleim herstellen will und brauche dafür 6 Wasser, brauche ich 64 Wasser, ja? Oder bin ich schon wieder zu doof zum Rechnen? Keine Ahnung, ich bin nur zu faul. Ja, 6 mal 8 sind 64. 48. Hä? Nee, 64. 8 mal 8 sind 64. 8 mal 6, 48, stimmt. Ich bin zu doof. Nein. Auch kaputt? Ja. Die Schmiede. Die Schmiede ist kaputt? Die Schmiede ist im Arsch. Reparaturmann. Hab ich Nägel gekriegt? Ich hab 120 Grad gemacht. Wie viel brauchst du? Was brauchst du noch? Hartholzscheite. Gut, die sind irgendwo. Die, keine Ahnung. Die müssen wir nur absägen, aber keiner hat mir eine Säge. So. Damit bin auch ich wieder auf live auf Sendung. Ich mache halt gerade die Bretter, aber ansonsten kann ich euch alles Scheite machen. Ja, mach mal lieber jetzt Scheite. Ich glaube, Reparatur wäre sinnvoller. Hartholzscheite, wie viel? 10, 8 Stück. Boah, das ist ja gar nichts hier. Ich dachte 80 oder so. Okay. Ansonsten, ich säge es mir selbst. 120 Nägel liegen in der Zimmertruhe. Könnte ich darauf bitte eine Bestätigung haben? Ich säge sie selbst. Okay. Wenn ich nie auf Schreine 90 kommen will, dann ist das okay. Wieso kann ich mich denn nicht nach Hause beten hier? Was soll das? Götter haben Urlaub. Ich merke das schon. Die haben einen langen Urlaub. Sitzen alle am Ballermann und saufen sich die Birne mit Sangria weg. Eimer saufen. Schon wieder nicht. Oh, ich bin hungrig. Ich glaube, ich bin schneller nach Hause gelaufen als gebetet. Echt. Ne, wieder nicht. So, einmal versuche ich es jetzt noch. Ich würde gleich 120 neue Nägel haben. Wenn die Schmiede schon wieder steht, wäre das sicher möglich. Ja. So. Da habe ich ja jetzt wenigstens aber einen Titel für die Folge. Ich will Nägel? Nein, Notreparatur der Schmiede. Ich dachte, endlich mal was zum Nageln oder so. Wie sagt er schon? Ja? Mehr Nägel, ich rutsche. Ja. Und was lernen wir daraus? Drücke nicht F1, dann sieht man deinen Desktop. Und auf dem Desktop sind Sachen, die andere Leute nicht sehen sollen. Das ist, sobald ein SEK vor der Tür stehen hat. Ich sah einen Mann vom Himmel fallen. Guck mal, ist der Fritz eigentlich noch da? Der Fritz redet irgendwie nicht mit uns. Okay, ich sehe... Mikro geht mal an. Ich wollte gerade sagen, sein Mikro leuchtet. Hast du es gemutet? Jetzt? Jetzt hört man dich, ja. Redest du nicht mehr mit uns oder was war los? Ich misch nur gerade wieder Kräuter. Ach so, bist wieder dabei, deine Mischung zu machen. Richtig. Kann man hier eigentlich schon eine Pfeife craften? Nein.
Warte, ich guck mal beim Glasbläser noch drei Bomben. Oh Mann. Ich habe jetzt aufs Pünktchen genau 30 Tierverarbeitung. Yay. Ja, noch einmal mehr. Der letzte so. Sprung bis zur Grenze gibt immer nur genau auf die Grenze, dann brauchst du noch einmal. Das ist doch scheiße. Ich guck trotzdem mal, ob das jetzt mit den Fällen funktioniert. Wie war das, erst trocknen oder erst... Erst trocknen. Genau, erst trocknen. Ja, ich kann sie aufhängen. Läuft. Dann hänge ich doch erstmal die erste... Ich brauche dann auf jeden Fall wieder ein sechstes Tanning-Tube. Eins hat man mir ja zerkloppt. Hast du zufällig noch 5 Wasser irgendwo über? Ich darf ja nicht mehr schreinern. Doch, darfst du. Die Schmiede ist wieder repariert. Hey! Und wir sind an der Zeit. Ist das schon wieder so weit? Ja. Ich hab schon wieder vergessen, wer anmoderiert hat. War ich das? Ja. Sehr gut. Und ich bin für die letzte Folge da. Hey. So, also. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja. Daumen, Kommentar oder Abo dalassen. Und wenn ihr mitspielen wollt. Server, IP und Passwort sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir uns am Freitag wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.